Klein bisschen paranoid oder so gerade. Heilung auf dich. Ich glaube, die hockt da hinten irgendwo. Heilung auf dich und um die Ecke sprinten und angreifen. Da oben ist sie. Gas dich. So. Das Auge sagt, hier ist noch ein bisschen mehr. Ich zoome mal ran. Komm, 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 komm. Okay. Heilung auf dich. Fledermaus höre ich noch. Aber nichts unmittelbar in der Nähe. Heilung auf dich. Heilung auf dich. Und dann öffnen wir gleich die Truhe. Ich werde sie all. Mein Fehler. Wir müssen. Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, warte. Du heil dich. Du sortier mal ein bisschen Inventar. Das kommt zu ihr, das kommt dahin, das kommt zu ihr, das kommt zu ihr, das kommt da runter. Du kommst dahin. Stiefel des Erkennens. So. Dich dahin. Ich habe keinen Platz mehr. So. Du kommst mit, du kommst das mit. Ich nicht. Du kommst wir mit. Etwas loswerden. Du bist nur steht normale Hellebarde. Das ist eine schön helfen. Aussehende Hellebarde, aber ich denke mal nichts übermäßig Wertvolles. Und raus hier. Rennen ist ein sehr gutes Stichwort. Wo ist die Taverne? Unsere erste Reaktion, wenn wir von Vampir-Ladies angefallen werden und alle tot auf dem Boden liegen, ist zur nächsten Taverne zu laufen. Bevor der Zauber nämlich ausgeht, der Bewahrungszauber an der Tod umfallen. Bitte sehr, genießt euren Aufenthalt. Genau so. Also was haben wir da Schönes? Was soll ich denn noch alles können? Hast du recht, Talana, tut mir leid. Okay, wir müssen hier weg. Besser gesagt, wir müssen einen Händler finden. War hier ein Waffenhändler oder Rüstungshändler? Ja, mitten auf dem Meer. Na gut, hilft nichts. Du musst wandeln. Hops. Dann laufen wir jetzt darüber, verkaufen so viel wie wir können, haben dann hoffentlich ein bisschen Platz und können dann den Weinkeller weiter untersuchen. Weil da wird bestimmt noch irgendwas abfallen und es wäre schade, das liegen zu lassen. Zumal unser Gold ja doch langsam runtergeht. Also gerade jetzt wegen... Haben wir die schon aufgemacht? Gerade jetzt wegen den ganzen Experten, Meisterrängen und Meisterzaubern und was weiß ich. Und ja, haben wir schon. Gold kommt immer mit. Haben wir gerade davon gesprochen. So, Rüstung. Deine Rüstung ist schon kaputt. Das brauche ich nicht. Das schaffe ich nicht. Putsch. Kein Platz, keinen Platz mehr. Das ist nicht schön. Also, du rein da verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Danke, bis dann. So. Guten Tag. Darf nochmal. Danke. So, das muss von Talana identifiziert werden. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Plus 11. Rüstung plus 12, 3 Punkte plus 11. Definitiv besser. Das kommt weg. Achso, sie muss ausgemüllt werden. Okay, das kann weg. Das kann weg. Die Zauber können theoretisch auch alle weg. Königskrone will sie behalten. Waffen können weg. So. Da müsste jetzt die Panzerung reinpassen. Können wir das wirklich brauchen? Ja. Sehr gut. Das heißt, die kann jetzt dahin, kann da identifiziert werden, kann angezogen werden. Das schaffe ich nicht. Das Ding müsste repariert werden. Kein Platz mehr. Yeah. Okay, du dahin verkaufen. Zing, 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 zing. Zing. Das dahin reparieren lassen. Dank, guten Tag. Oh. So, plus 26, plus 26. Das kann also auch weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Du hast
hast nur plus 3. Ich weiß nicht, was das ist. Du hast plus 7 und siehst toller aus. Das kann weg. Das und das bleibt da. So, die Schuhe nicht, ne? Genau, das ist ein Glücksequipment. Für die eine Herausforderung. Ich würde gerne helfen. Können wir das wirklich brauchen? Das kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So, das verkaufen wir jetzt alles. Und danach bräuchten wir eigentlich einen Alchemisten und magischen Krimskrams-Händler. Guten Tag. Aber davon habe ich hier keinen gesehen. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf verkaufen, ich? Verkaufen, 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 verkaufen. So, wirklich viel mehr Platz haben wir nicht. Aber ich hoffe mal, für den Weinkeller wird es reichen. Alles weiter nach da. So, extrem Packing. Die müssen eh zu ihr. So, ja, das reicht auf jeden Fall. So groß sah das da ja nicht aus. Außer da ist eben noch ein riesiges Gewölbe drunter. Was ja eigentlich auch ganz gut passen würde zu so einer Vampirgruft. Weil danach sieht es echt aus. Und Westen ist, glaube ich, falsch. Zumindest waren da drei vampirähnlich aussehende Damen, die Nekromantie betrieben haben. Also, nee, Vampirgruft könnte echt sein. Können wir schon ein bisschen anfangen zu zaubern. Also das hätten wir gerne. Das hätten wir gerne. Das hätten wir gerne. Schutz von Magie fehlt noch. Da. Schild fehlt noch. Auge haben wir. Fackellicht haben wir. Heldentum haben wir. Segen. Schwäche heilen? Nein. Segen. Segen. So. Oh, und das dann nehmen wir noch mit. Was auch immer das nochmal war für ein Buff. Hüpf. Steinhaut. Stimmt, den müssen wir auch noch kaufen für unsere Druidin. Damit sie noch mehr buffen kann. Aber wir haben ja so wenig. Ich freue mich schon, wenn wir später Licht und Schatten haben für die richtig schönen Buff-Zauber, wo dann alles zusammengefasst wird. Weinkeller. So. Ranzoom. Und hier geht's weiter, okay. Jetzt habe ich einen Säurestrahl gegen eine Fledermaus geschmissen. Das ist nicht schön. Was haben wir hier? Nichts. Ernsthaft? Also soll ein Fahrstuhl sein oder so? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 900. Noch so ein albernes Ding. Das ist nicht zu verachten. So, was haben wir jetzt hier im Keller? Oh, mehr von euch. Was zur Hölle war das? Lauf. Ich glaube, wir sollten gehen. Ja, einfach gehen. Weit, weit weggehen. Hallo, es geht sofort los. So, wir würden gerne nach Bracada. Es geht sofort los. Da würden wir gerne uns weiter ausbilden und ganz viele tolle Zauber kaufen. Das war ein sehr übler Zauber. So schnipp, alle Mädels tot. Und Girogon auch fast tot. Tempel, Tempel. Gilden. Okay. Die sind sehr schön zu erreichen, die Gilden. Ich glaube, das hier war aber Licht. Das hilft uns noch gar nicht. Nur für Mitglieder. Genau. Das heißt, von diesem Teleportpunkt in jede Richtung ist eine Gilde, oder? Wären dann ja drei. Also der Weg hier. Der Weg da. Und der Weg hier. Gucken wir mal, ob die wir gerne hätten, dabei wären. Luft wäre richtig schön. Da könnten wir nämlich das ganze Rumgelaufe hier überspringen. Willkommen in der Gilde des Wassers. Wasser. Stadtportal haben wir. So, Strahl haben wir. Aufladen haben wir, glaube ich, noch nicht.
Das mal gekauft. Toll. Wie kann ich den benutzen? Warte mal. Kannst du jetzt schon? Nee, kannst du nicht. Oh, da ist das Stadtportal. Das kann ich nicht lernen. Stimmt, die Wassermagie fehlt. Mann, 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 das sind so viele Kleinigkeiten. Meister der Wassermagie lebt im Südwesten Niggins. Das ist nicht schön. Niggin war der Tunnel, der von der Zwergenstadt weggeführt hat. Und der sehr, sehr garstig ist. Okay. Also ja, könnte man probieren. Weil Meistern Wassermagie wäre sehr praktisch. Also für Stadtportal und für Verzaubern zum Beispiel. Und allgemein, dass alle ihre Wasserzauber stärker werden. Mal gucken. Erstmal hätte ich gerne die letzte Gilde. Wehe, du bist nicht eine relevante Gilde für uns. Du bist kein Eingang. Du bist nicht meine Gilde. Ich mag die Zauberecke hier nicht. Ist das der Weg zurück zum Teleporter? Nee. Nee, es ist nicht. Ja. Da ist der Teleporter-Sammelplatz. Das ist sehr unübersichtlich hier. Was sagt unsere Karte? Machen wir es einfach mal so. Karte. Trautes Heim ist die Taverne. Meistergilde des Wassers. Nichts. Gilde der Erhellung. Alexandras Heim. Nichts. Sind da wohl die Teleporter? Edmunds Ampullen. Irgendwas. Irgendwas, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Hollyfield Resident. Wasserfluss Resident. Residenz. Obelisk. Ne. Das ist mir hier echt zu albern, Jungs. Tempel des Lichts. Wir haben nicht so wirklich viel Auswahl. Wo gab es denn noch Luftzauber? Also, Harmondale gibt es zwar eine Gilde, aber die ist viel zu niedrig. Bei den Zwergen gab es nur eine Erdzaubergilde, wo wir auch hin müssen. Für Telekinese und wegen dem Niggin-Tempel. Bei den Elfen im Forest gab es keine Zauberschulen. Bei Effli gab es welche, da waren wir auch kurz drin, aber haben nicht das bekommen, was wir gerne hätten. Wobei ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, was für Zauberschulen das waren. Gift heilen, Gift heilen, Schutz gegen Magie. Und deine Rüstung musst du nochmal reparieren. Was mit eurer? Eure ist heil. Dann mach doch bitte mal so einen gelb-grünen, genau. Trank. Wie ging das? Achso, das muss heil sein zum Härten. Okay, macht Sinn. Stelle. Ja, komm. Zu den Stellen. Wir wollen weg von diesen komischen Magiern. Wohin soll unsere Reise beginnen? Einfach weg von den Magiern. So, jetzt wollen wir zum Rüstungshändler die Rüstung reparieren, dann die Rüstung härten und dann gucken wir weiter. Nicht verkaufen, reparieren. Danke. Gehärtet, sehr schön. Jetzt zu magischen Kinkerlitzchen. Das ganze Inventar ausmüllen. Und zum alchemistischen Kinkerlitzchen auch noch. Das kommt weg. Die ganzen, komm, die Stäbe weg, bis auf 4 Stück. Untote beherrschen, weg. Feuerball, weg. Blitzstrahl, weg. Wir kommen nicht in die Verlegenheit, keine Zauberpunkte zu haben. Wenn wir keine Zauberpunkte haben, trinken wir einen Mana-Trank, da benutzen wir keine Schriftrollen. Also außer die ganz tollen Sachen wie Implosionen zum Beispiel. Das kann weg, das kommt zu dir, das kommt weg.
Das kommt weg, das kommt weg. So, gib mir ganz viel Gold. Kann ich euch helfen? So. Alles weg. So viel Gold war es gar nicht. Das wird behalten. Ampullen wollten wir noch. Willkommen. Hier. Tretet ein. Verkaufen. Und zwar bei dir. Die Habienfeder machen 10, die hier machen nur 5. Die 5er können alle weg. So, du machst 10. Und Grau benutzen wir eigentlich gar nichts. Und wenn, haben wir hier Quecksilber. Also können die 10er Grauen auch weg. Eigentlich können die Federn auch fast weg, weil wir haben die hier, die sind doppelt so stark und nehmen nur einen Platz weg. Also ja, Federn auch weg. Trollblut. Trollblut haben wir eine Menge. Das reicht. Zumal das eh nur 10er Kraft hat. Und das reicht mir schon fast an Aufräumen. So. Oh, die haben wir noch gar nicht aufgedeckt, was die machen. Den zu ihr, den zu ihr, den zu ihr. So. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann später verzaubert werden. Noch so ein albernes Ding? Kann verkauft werden, weil sie hat schon plus auf irgendwie erkennen. Ja, plus 6. Kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Rüstung plus 9. Nö, ist nicht so toll. Kann auch weg. Krone kann später verzaubert werden. So, wir haben ganz viele Aladdin-Lampen. Wollen wir mal benutzen? Ich suche mir mal gerade einen Stift zusammen. Da haben wir einen. So, wir haben... Chronik? Nein. Kalender. Wir haben den September. September. Mal gucken, was da passiert. Du. Plus 5 Nahrung und dafür vernichtet. September ist nicht toll. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Vorsicht. Auf euren Wegen. Ja, Vorsicht, nicht irgendwelche Aladdin-Lampen rubbeln am September. Das ist krass. Na gut, speichern wir erstmal ab. In der Zwischenzeit überlege ich mir, was wir als nächstes machen, denn wir haben zigtausend Auswahlmöglichkeiten. Aber der Tunnel von Niggen klingt recht interessant. Also schwierig, aber interessant. Was wir aber allerdings machen sollten... werden Golem-Teile suchen, wobei das halt Primelarbeit ist. Einmal im Tal der Hügelgräber und einmal in Effli eventuell, bin ich mir noch nicht sicher. Aber das schauen wir dann gleich. Also bis denne.